Servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Nico. Heute ganz herzlich willkommen mit Dennis. Ja, heute 200. Video, gell Dennis, ja. Mein Freund, ja. Richtig geil. Wir haben uns heute ein bisschen was für euch überlegt. Wir sind heute natürlich nicht allein, keine Sorge, Leute. Da kommen mal ein paar Leute dazu. Meine Freundin ist dabei, nicht vergessen. Applaus für die Kamerafrau. Also okay. Leute, wir werden jetzt gleich von unserem Kumpel abgeholt, Max. Aber nicht der Max, der ihr denkt. Aha, da hören wir ihn schon, unseren Kollegen. Kommt richtig schön angedüst, ja? Jo, liebe Freunde! Servus Leute, ich bin's Max. Auf geht's, steigt ein! Dankeschön. Leute, was geht? Alles klar? Wir fahren gerade über die Theodor-Heuss-Straße gleich. Geh, Max! Auf jeden Fall, Leute. Jedenfalls wollten wir euch sagen, wir fahren jetzt erstmal zu Max, zu dem anderen Max, den ihr schon kennt. Hier ist ja ein neuer Max. Servus, Leute. Also wir erneuern die Maxe hin und wieder mal. Ein paar frische Max-Gesichter eben. Hier seht ihr das wunderschöne Chibamato. Filmen wir mal hier raus. Jetzt weg. Okay. Was? Der Hund. Filmen wir den Hund beim Kacken? Da scheißt gerade ein Hund hin. Sehr spannend. Könnte man das Fenster aufmachen? Das ist echt. Warte. Ich hab's drauf. Ja, gut, alles klar, perfekt, haben wir's drauf. Okay, fertig. Dennis, was ich eigentlich sagen wollte, Leute, erstmal danke für die ganze Unterstützung, die ihr mir gebracht habt. Das ist schon mein 200. Video. Sehr geil. Warte kurz. Erstmal. Mein 200. Video ist es schon, Leute. Richtig geil, ja. So muss es laufen. Da hab ich Spaß dran. Habe ich Spaß an den Videos, richtig geil mit euch, immer 200 Videos, ich glaube, das spricht für sich. Ich bin jetzt nicht der Kommentator mit den meisten Videos oder so, aber ich meine, immerhin. Wir sind qualitativ hochwertig. Qualitativ auf erstem Niveau. Max, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, frag mich aus, Junge. Okay, du heißt mit vorne Max? Ja, richtig. Du bist heterosexuell? Auf jeden Fall. Boah, Alter. Sorry, ich muss hier ein bisschen schneller durch den Verkehr. Du bist ein Stuttgart City Boy. Stuttgart City Boy. Genau. Playboy. Ja, genau. Jetzt habe ich noch was. Okay. Für einen D-Look. Der andere Max ist ja so klamottensüchtig, ne? Ja. Und ich kaufe ja auch gerne Klamotten ein und du ja auch. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir überlegt, wir gehen alle zusammen mal zu Reuninger und kaufen mal ein. Dennis, was hältst du davon? Ja. Genau. Kommst du mit, oder? Ja, genau. Kaufst du denn eine neue Unterhose? Ein paar Socken. Wir kleiden uns komplett neu ein, würde ich sagen, oder? Ja, klar. Wer die Kohle hat. Wenn wir zu Cheap Monday gehen, okay. Zu Cheap Monday in die Jeanshalle, genau. Der Bräuninger ist hier vorne links. Ja. Leute da oben. Da ist der Bräuninger. Kennt ihr vielleicht, bestimmt. Gibt's ja nicht nur in Stuttgart. Ja, alles gut. Ah, okay. Sorry, tut mir leid, ich musste gerade hier posen. Boah. Wow. Ja, hier im Bräuninger Parkhaus. Und natürlich das Rotlichtmilieu. Da könnten wir auch durchfahren, wenn ihr das wollt. Nee. Dann kommen die Zuhälter und klatschen und so. Also hier links seht ihr den Schlossgarten, wo wir meinen Geburtstag gefeiert haben. Ja, ich war nicht betrunken. Du warst nicht betrunken, nein. Hier sollen auf wir das Fenster aufmachen? Nee, passt. Sieht man das durch die Scheiben. Also, Schlossgarten. Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Staatsgalerie. Und da haben wir. Ja, das ist unser Reiseführer. Und da das braune Gebäude hier, das ich jetzt anfokussiere. Also, Dennis will euch einfach mal das ist die Stuttgart zeigen. Stuttgarter Oper. Ja. Wir werden nachher auch noch durch Stuttgart durchlaufen, dann zeigen wir euch. Was? Was? Wo? Durchlaufen. Ja? Wieso durchlaufen? Wie durchlaufen? Mir ist kalt. Leute. Ja. Du bist falsch abgebogen. Nein. Ich muss nach rechts. Egal, wir haben ja ein schnelles Auto unterm Arsch, deshalb. Ich hoffe, es klappt. Das wird gern gesehen. Oh, rechts von uns eine ältere Frau mit einem Porsche. Genau. Servus. Ich glaube, die will race. Ja, sie hat sehr schöne Haare. Komm, drück mal aufs Gas. Warte mal, sollen wir eine Race-Andeutung machen? Ja. Okay, Leute. Also, die ist bereit. Die ist bereit. Das die sieht ist man. Auf jeden Fall bereit. Yeah!
Also ich glaube, die hat ganz blöd geguckt mit ihrem scheiß Porsche da. So Leute, wir sind gleich bei Max. Ich weiß aber nicht, wer Pension ist. Ja, dann ruf ihn mal bitte an. Wir rufen jetzt Max an. Alles klar. Aua! Ich mein Kopf beißt. Gedenken Sie daran, rechtzeitig aufzuladen. Tötet! Servus! Wo bist du? Ding in dem China-Restaurant. Wo seid ihr? Wir sind gleich bei dir vor der Haustür. Alles klar. Ich komme runter, ich bin in 3 Minuten. Alles klar, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Servus. Leute, Sony Ericsson 10.02, bestes Handy. Kann ich euch nur empfehlen, die Tastatur fällt gar nicht ab. So Leute, Max, was da? Ja, servus! Servus, meine Freunde! Alles klar? Servus! Alles gut? Steigen Sie zu, Herr Max. Jetzt filmen wir mal hier nach hinten. Aber gerade bin ich gefilmt. Max! Was geht ab, Leute? Was habt ihr zugange? Gerade frisch gegessen. So riech auch. Du riechst richtig nach Thai. Nach China. Na ja, klar. Achso, nach China. Nein, China. Bisschen Nudeln, China? Reis und Süß-Sauer-Soße. Max, weißt du, was das heutige Event ist? Ja, natürlich ein Video drin. Nein, das heutige Event ist das 200-Video-Special von InScope 21. Was? 200-Video-Special? Ja, ich habe jetzt 200 Videos. Dennis, was hast du da gerade gemacht? Warum halten wir? Ja. Die Frage ist, wo sollen wir jetzt hin? Max, ja, was würdest du sagen? Ja, wir gehen nach Stuttgart was essen. Was essen? Nach Stuttgart was essen. Ja, Leute, habt ihr Hunger? Ja. Hast du Hunger, Nico? Ja. Hast du noch Hunger? Also ich kann noch einen Döner essen. Ich habe gestern 2 gegessen. So ein Bastard, Mann, ich hasse ihn. Was soll ich jetzt sagen, lieber Nico? Was für ein Bastard du bist. Ich bin der größte Bastard, den es. Max hat voll einen Rübser losgelassen. Hey, Alter, du bist 5 Minuten in dem scheiß Auto und direkt machst du Kacke, Mann. Nee, wir können so richtig geil übel, wenn wir das Lied, Dingel, das richtige Razzia, ja, Business Paris machen können, dann können wir so. Wir können hier mal ein bisschen hier Mucke reinhauen. Und jetzt machen wir Party, Alter. Ja, wo willst du denn jetzt hin, Fahrraddriver, du? Wir müssen in irgendein Parkhaus. Leute. Da, warte, da ist der Mercedes-Stern. Komm, du kannst mal ein Schattenabbild von unserem Auto hier machen. Meine Freundin, mehr dich tot. Hey, schau mal, da ist hier so ein. Warte, machen wir das Fenster unter. Warte. Mach! Ja, ist drin. So, gut. Tschüss. Haben wir hier so ein schönes Foto? Ja, ich würde sagen, wir können ja noch über unsere Ansichten von vorn reden. Also die Max-Ansichten sind da, ich teile nicht die Max. Max, erzähl, Max, als allererstes du, deine Ansichten von vorn, bitte. Auf was bezogen? Bezogen auf Beziehungen, was? Also... Ganz einfach, meine Ansichten sind ganz einfach. Wenn ein Mädchen eine Schlampe ist, behandelt sie wie eine Schlampe. Wenn es eine Anständige ist, dann behandelt sie wie eine Prinzessin. Fertig aus, das sind meine Ansichten. So. Und es gibt leider heutzutage mehr Schlampen als anständige Mädchen. Somit behandle ich fast jede wie eine Schlampe. So, jetzt machen wir kurz Pause. Und zwar haben wir eine Frau am Start und die beurteilt immer diese Meinungen von uns. Schatz, was sagst du, was gerade Max erzählt hat? Was sagst? Ja, das war schon voll süß. Also stimmt halt echt. Es gibt viele Schlampen, aber es gibt auch anständige. Was filmst du denn? Ich film dann. Ach so, nee, ich film die Hände.
Nein, ich filme echt die Hände. Jetzt, Nico, was sagst du, Ansichten? Ja, meine Ansicht von Frauen ist ganz klar, die Richtige zu finden ist das Ziel des Lebens, ja. Und man darf nie aufgeben, die Richtige zu finden. Und ich bin generell ein Typ, der Frauen eigentlich nicht scheiße behandelt, weil, keine Ahnung, ich fühle mich da unwohl. Max, warum lachst du? Nix. Ja, noch so. Okay, alles klar. Nee, ich behandle meine Freundin auch sehr gut. Ich liebe meine Freundin über alles. Schatz, wenn du das siehst, an dich. Oh, sweet. Jetzt, Max, deine Ansichten. Meine Ansicht. was ist da meine Ansicht? Was soll ich euch da erzählen? Ihr könnt so einen Teil von Nico seiner Ansicht und Max seiner Ansicht so zusammenmischen, dann kommt ihr auf meine Ansicht. Ist das so jetzt verständlich oder wollt ihr noch mehr wissen? Guck auf den Straßenverkehr, Junge! Brengi! Wir sind wieder auf der TEO. Wir suchen jetzt gerade einen schönen Parkplatz. Guck mal, das ist voll gut. Die Kennzeichen sind alle verschwommen außen. Das hört sich ja schon mal gut an, Dennis. Nur das Auto innen drin ist scharf gestellt, nur alles an alles außen guckt man sich die Kennzeichen einfach. Oh Gott, ich krieg gleich einen Steif. Also Max ist einer, der steht auf Sounds. Auf jeden Fall. Auf an AMG. Alle Leute, AMG, auf Beste. Auto und Frauensounds. Mercedes, AMG, Brabus, Beste. Besseres. Besser geht's nicht. Und oder? Was fahren wir, Junge? ML63 AMG, like a boss. Ich würde sagen, wir parken hier in dem Parkhaus, so mitten in der Stadt, dann können wir so alles abchecken. Yo, Leute, ey, was geht? Wir sind jetzt hier, ja, wo filmst denn du? Ja, also, wir sind jetzt hier, haben uns ein bisschen legere Musik rausgesucht, ja. Hier unser Quartett, ja. Sehr geil, sehr, sehr geil. Wo filmst denn du hin? Jetzt für mich. So, wir gehen jetzt was essen erstmal. Werden wir über das ein oder andere Thema. Die Musik gefällt mir richtig gut. Chillig auf der Königstraße, so eine Musik zu hören. Ja, wie gesagt, wir gehen was essen, diskutieren über das ein oder andere Thema. Und lassen den Sonntag schön ausklingen. Sehr schön, lassen wir den ausklingen. Freuen wir uns über das 200. Video, das jetzt kommt auf Instagram 20. Mit den beiden Mäxchen. Max zeigt dich. Was willst du denn mit deinem Whisky-Dip? So, Leute. Wir haben jetzt gerade noch was gegessen beim Brutalo, oder wie heißt es richtig? Brutalo. Brutalo. Jedenfalls, was wir eigentlich mit dem Video sagen wollen, einfach danke für die ganze Unterstützung. 200 Videos sind es jetzt schon. Wir waren jetzt einen Tag unterwegs mit den Jungs und ich habe mir überlegt, die Frage geht an euch, und zwar, wollt ihr ein Facebook-Profil für die beiden Spasten hier? Würden sich bereit? Scheiße. Also wir haben uns überlegt, also wir so hier, wo wir hier stehen, plus Benny, plus Sascha, plus Nico, plus Rambo. Wir sind alle sozusagen ein Teil InScope 21 geworden mittlerweile. Ihr habt es ja selber gemerkt, die Abwechslung auf InScope 21 Channel ist mehr Real Life geworden. Ich hoffe, euch das stört euch nicht, aber ihr wollt ja mehr Real Life Videos, oder? Ich hoffe so. Deswegen hoffen wir euch, dass wir euch gut unterhalten und ihr es nicht immer noch so ernst mit den Kippen und mit dem Rumgetue und so weiter und so fort. Deswegen hoffen wir, ihr bleibt trotzdem Abonnenten von uns allen. Max macht jetzt auch einen YouTube-Channel auf. Und Nico hat jetzt das letzte Wort. Nee, erst gebe ich euch beiden noch das Wort zum Schluss. Okay, willst du noch was sagen? Ja. Also viele Grüße vom Artie-Boss. Ich fick eure Mütter mit Gucci. Ich freue mich auf euer Gehalt. So, Leute, so zum Abschluss. Ich will euch nur mal sagen, so bleibt immer treu, immer bei InScope21. Besucht seine Seiten, schaut seine Videos an. Alles cool. Macht's gut, Jungs, Mädels. Danke für die Abschlussworte, Jungs. In diesem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, immer bewerten, nicht vergessen. Und wir sehen uns, bzw. hören uns im nächsten Commentary.